Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind gerade wieder mal am Flughafen. Ich habe nicht mal einen Koffer dabei. Wohin geht's? Es geht nach Doha. Leute, wir waren übrigens gestern in dem Musical Tarzan in Stuttgart. Oh, Schatz, kannst du kurz meinen Pulli hochmachen? Schatz, erzähl mal kurz, wie Tarzan war. Tarzan war richtig krass, also ohne Witz jetzt. Ich bin sehr ein Mensch, der sehr schwierig ist zu begeistern. Und es war wirklich der Wahnsinn. Die haben sich so viel Mühe gegeben. This is our check-in. Guck mal, ich habe mir die Nägel weiß gemacht, extra für den Urlaub und die Fußnägel auch. Leute, das Licht hier ist richtig kacke. Das sieht richtig schlimm aus, Schatz. Aber was ich euch eigentlich erzählen wollte, ist, dass wir einfach nicht nebeneinander sitzen. Weil irgendwie war ich schon eingecheckt und er aber nicht. Leute, der Berater hat gerade ein bisschen Depression, weil wir eben gefragt haben, ob wir nebeneinander sitzen können. Und es leider nicht geht, weil das Flugzeug sehr voll ist. Wir sind jetzt angekommen und hier seht ihr schon mal so die ersten Eindrücke. Bist du müde? Nee. Ich auch nicht. Oh, ich muss jetzt schon kurz. Ist es das? Das ist eins von den anderen 5 Kreuzfahrtschiffen. Das sieht echt krass aus. Boah. Es ist so sauber hier irgendwie. Das sieht man halt auf der Kamera immer nicht so. Ups. Die bunten Gebäude aussehen. Damit fahren wir. Das ist ein bisschen Schiff. Steppen wir jetzt rein. Das ist mein erstes Frühstück. Ich habe mir ein Sandwich machen lassen. Das ist interessant. Ich weiß gar nicht, was das ist. Sieht ein bisschen. Weißt du, wie die Butter gerade rausgekommen ist? Dass du so auf den Knopf gedrückt und dann so Butter bei den Fischen und dann ist es so runtergefloppt. Alles machen kannst, Latte und Espresso. Latte? Ich bin so krass müde. Wir sind jetzt hier bei dem Ausflugsbuchbeck. Hier werden Ausflüge gebucht. Irgendwo ist Cheyenne. Ich sehe die gar nicht. Guck mal, wie krass ich am Chillen bin. Leute, hatte ich schon mal so einen chillenden B-Rad gesehen. Ich bin so müde. Ich liege hier wie so eine Kröte, aber ich bin so müde. Guck, wie krass ich am Chillen bin. Schatz, wo bist du? Ah, da ist Schatz. Schon krass, was es alles so auf dem Schiff gibt. Hey Leute, ich komme nicht klar. Jetzt also, da waren wir eben. Und jetzt ist hier noch so anderes Zeug. Leute, ich weiß nicht, wo auf einmal dieses Aquarium herkommt, dieses riesengroße hier. Entweder wir sind beide blind und uns ist es vorher nicht aufgefallen, aber es ist einfach, da unten ist so ein Taucher, der weiß ich nicht, was der gerade macht, aber... Das ist einfach ein Hai. Einfach ein weißer Hai. 7 Meter. Vor denen hat man Angst. Schätze ich frühstücke den. Leute, ich find's krass. Irgendwie eher. Das ist so eine Röhre. Ich weiß nicht, was das hier ist. Also ich kann schwören, das war vorhin noch nicht da. Hä? Schatz, wo kommst du es auf einmal her? Das war doch vorhin noch nicht da. Ich verstehe es gerade gar nicht. Also, ich kann es gerade irgendwie gar nicht nachvollziehen, weil wir sind eigentlich... Oh, ein Hai, guck mal, ein Hai. Wir sind eigentlich nicht hierher gekommen vorhin. Und auf einmal... Und auf einmal sind wir hier. Ich weiß nicht, woher. Also, ich kann es... Also, Schatz, ich kann es mir gerade gar nicht erklären. Leute, wir sitzen jetzt hier in unserem Bus. Berat hat seinen Audio-Guide schon angeschlossen und ich bin mega gespannt, wie es wird. Ich finde diese bunten Häuschen da vorne so süß irgendwie.
Hauptstadt ist der Bahnhof. Das ist der Hammer. Wir gucken uns jetzt Yachten an, glaube ich. Wir sind hier auf so einer Insel mitten in Katar, die ist künstlich angelegt und das ist so eine, wo nur die Reichen und Schönen wohnen. Und ich bin gerade eingeschlafen, als der Audioguide erzählt hat. Ich würde mal gerne eine kleine Zusammenfassung machen. Also, das ist der erste Tag. Wir sind heute gelandet um 4 Uhr, sind dann aufs Schiff gegangen. Auf dem Schiff können wir aber noch nicht einchecken, haben jetzt so einen Ausflug gebucht, eine Hop-on-Off-Tour in diesem geilen gelben Bus da hinten. Und dann können wir ja immer die Stationen uns angucken und dann geht's weiter. Aber es ist, um meine Stadt mal schnell alles zu sehen, ist das top. Es ist so verdammt sauber, das ist unglaublich. Und hier sind jetzt ein paar Boote. Hier seht ihr den Steg. Guckt euch mal an, wie klar das Wasser ist. Wahnsinn. Ich wollte früher immer unbedingt nach Dubai ziehen und jetzt weiß ich genau wieder warum. Warum. Es ist einfach geil, es ist ordentlich, jeder hält sich an Regeln. Und hätte ich ein Bötchen, hätte ich hier so ein kleines. Ich habe kein Geld. Stell dich mal auf den Selfie-Spot. Let's go. Das ist doch kein Selfie. Für YouTube, du musst eins machen. Ich muss dich dabei filmen. Nee, du musst drauf. Okay. So, und jetzt dich wahrscheinlich dahin drehen. Nee, andersrum. Und jetzt ein Selfie machen. So ein cooler Selfie-Spot. Leute, irgendwie alles hier ist Instagrammable. Ich flip aus. Ich meine, ich habe jetzt heute kein Outfit an, mit dem man jetzt unbedingt Fotos schießen kann, aber es ist auch schön, heute einfach mal zu genießen. Das mal an, ey. So krass. Schaut euch mal an, wie schön hier die Sachen sortiert sind. Alles auf Kante gezogen. Alter, nee, das ist ja krass. Schaut euch das an. Das ist der Wahnsinn. Guckt euch das mal an, das ist der Wahnsinn. Schaut euch das an, wir sind jetzt hier in der großen Moschee. Wir sind jetzt auf einem Markt und hier gibt es Kamele. Ja, ganz schön viele sogar. Schatz, was sagst du zu diesem tollen Finger? Wenn man sich nur den Teil des Fingers anguckt, könnte man das auch anders sehen. Öffentliche Toiletten, die tatsächlich sauber sind. Es ist so krass. Also in Deutschland fast undenkbar. Und der süße Mann, mein süßer Mann, der trägt mir meine Tasche, weil die mir zu schwer geworden ist. Ich muss. Voll süß von dir. Leute, wir sind jetzt schon so lange unterwegs, um so Kamele zu finden, die wir auf dem Hinweg gesehen hatten. Wir haben ein paar Kamele gefunden. Ja, die meisten sind irgendwie weg. Die hier sind jetzt irgendwie voll festgebunden an ihren beiden Vorderbeinen. Was mir irgendwie voll erschatzt, die sind sogar am Boden festgemacht. Oh Mann, das tut mir jetzt voll leid. So ihr Lieben, Kopfhörer sind an, das heißt, wir sind wieder im, wie heißt der Bus eigentlich? Ja? Im Doha-Bus. Diesmal haben wir sogar einen Doppeldecker und wir sitzen oben in der ersten Reihe. So Leute, wir beziehen jetzt das erste Mal unsere Kabine. 90-20. Hier bitte unsere Karte. Das ist eine Innenkabine. Oh. Low Price Segment, aber passt auch, oder? Es gab auch gar nichts Höheres mehr. So, das Bad ist hier. Gucken wir mal. Ja, ist süß.
auf jeden Fall alles, was man braucht, ist größer, als ich gedacht habe. Schatz, es ist schon größer, als man gedacht hat, oder? Das ist super. Das ist jetzt hier mit dem ersten Abend. Wir sind auf dem Schiff. Ich habe das Gefühl, das wackelt unnormal. Wir haben gerade einen Döner gegessen. Jetzt essen wir noch ein bisschen Abend. So Leute, entschuldigt, dass ich so fertig aussehe. Ich habe ewig nicht geschlafen und mich nicht geschminkt. Alkohol. Nein. Wir haben uns jetzt alkoholfreie Cocktails bestellt. Das ist echt geil. Also bei TUI ist eigentlich echt fast alles inklusive, ist echt geil. Und wir legen jetzt gleich ab. Wir sind jetzt noch in Doha, dann geht's nach Dubai. Schatz, sieht übrigens richtig gut aus, was du da machst. Ja, sieht so richtig cool aus mit den zwei Getränken jetzt. Mhm. Super cool. Und ich bin mal gespannt, wie es ist, wenn wir ablegen. Da ist jetzt Doha. Da stehen jetzt noch ein paar People. So Leute, das hinter mir ist Doha. Das bin ich. Es sieht so krass aus. Es sieht in echt viel schöner aus. Leute, wir sind auf einem Kreuzfahrtschiff. Zieht euch das mal rein. Was ist hier los? Ist so krank. So krank. Wir sind einfach auf einem Kreuzfahrtschiff. Ey. Geil. Und hier da hinten sitzt die ganze Crew. Ich weiß nicht, genießen den Moment. Keine Ahnung, was die da machen. So, wir sind jetzt offiziell aus Doha raus. Hier sieht die Doha. Und jetzt geht's nach Dubai. Stellt euch mal vor, ihr seid ein Fisch. Man schwimmt und schwimmt und schwimmt. Man sieht einfach dieses Skyline. Nochmal.